Gold und Silber haben zurzeit einen schweren Stand. Der Goldpreis erreichte sogar vor einigen Tagen ein 2-Jahres-Tief. Gründe dafür gibt es mehrere. Als erstes kann man die steigenden Zinsen nennen. Um der immer weiter steigenden Inflation entgegenzuwirken, werden weltweit immer stärker von den Zentralbanken die Zinsen angehoben. Da die Edelmetalle keine Zinsen abwerfen, verlieren Gold und Silber an Attraktivität anderen Anlagen gegenüber. Als zweiten Grund kann man die Terminmärkte nennen. Seit Wochen herrscht dort eine negative Stimmung am Goldmarkt. So hat sich seit Beginn des Jahres 2022 die Netto-Long-Position großer Terminspekulanten fast halbiert. Ein weiterer Grund ist der starke US-Dollar. Wie im Chart gut zu erkennen, zeigte sich im Jahr 2022 der Dollar sehr stark. Er kletterte bis jetzt auf Wochensicht von einem Hoch zum nächsten. Und da Gold und Silber gegen den US-Dollar gehandelt werden, belastet ein starker US-Dollar tendenziell die Edelmetalle. Ein weiterer Hauptgrund, warum Gold und Silber so stark zurückgekommen sind, liegt wohl am Gesamtmarkt. Dieses Phänomen konnte man bereits in anderen Krisenzeiten beobachten. Bei fallenden Aktienmärkten geraten viele Investoren in Schieflage, weil sie zu überhebelt am Markt agieren oder weil sie die Lage einfach falsch eingeschätzt haben. Um Margin-Anforderungen nachzukommen, verkaufen viele Gold und Silber, um an Geld zu kommen. Bei einem Margin-Call handelt es sich um eine Nachschussforderung des Brokers. Wenn der Trader kein neues Kapital nachschießt, dann werden offene Trading-Positionen vom Broker automatisch geschlossen. Das wird dann gemacht, wenn offene Positionen zu weit gegen den Trader gelaufen sind. Eine ähnliche Situation hatten wir bereits im Jahr 2020 beim Corona-Crash. Auch dort wurden Gold und Silber zunächst stark abverkauft, weil Investoren einen Margin Call entgegenwirken mussten. Was aber anschließend passierte, war eine steile Aufwärtsbewegung in beiden Edelmetallen. Das gleiche Szenario konnte man auch in der Finanzmarktkrise im Jahr 2008 beobachten. Zunächst fielen Gold und Silber mit dem Gesamtmarkt, bevor es zu einer Rallye kam. Schauen wir uns mal beide Edelmetalle im Chart an. Fangen wir zunächst mit dem Gold an. Beim Gold sehen wir direkt, dass wir uns in einem sauberen Abwärtstrend befinden. Tiefere Hochs und tiefere Tiefs zeigen uns einen intakten, sauberen Abwärtstrend. Im Wochenchart sieht man sehr gut, dass Gold jetzt unter ein wichtiges Unterstützungslevel bei 1677 US-Dollar gefallen ist. Dieses Level wurde in den letzten 2 Jahren öfters verteidigt. Nun wurde es jetzt aber nach unten gebrochen, was erstmal Platz für weiter fallende Notierungen lässt. Um die nächsten Anlaufziele zu benennen, lege ich ein Fibonacci Retracement in den Chart. Als Startpunkt eignet sich dazu das Tief aus dem Jahr 2018. Ab dem Zeitpunkt startete das Gold eine fulminante Rallye von 1160 US-Dollar auf knapp 2100 US-Dollar. Nun sollte der Markt zunächst das 50% Retracement anlaufen. Dieses liegt bei 1620 US-Dollar. Das nächst tiefere Ziel wäre dann beim 61,8% Retracement bei 1512 US-Dollar. Spätestens ab dieser Marke rechne ich mit einer kräftigen Erholung beim Gold. Werfen wir nun einen Blick auf das Silber. Auch hier gehen wir wieder in den Wochenchart. Was beim Silber in den letzten Tagen sehr auffällig war, dass Silber sich im Gegensatz zu Gold etwas stärker verhalten hat. Im Chart fällt direkt auf, dass beim Silber die Trends nicht ganz so sauber verlaufen wie beim Gold. Beim Silberpreis sieht man viel häufiger Fehlausbrüche. Jedoch kann man sagen, dass auch Silber seit dem März 2022 in einem Abwärtstrend ist. Bestätigt hat sich der Abwärtstrend dann im Mai, als wir das Tief bei 21,44 $ nach unten durchbrochen hatten. Nun sahen wir zuletzt einen Anstieg an den vorherigen Unterstützungen, die jetzt als Widerstandslinie dient. Von dieser Marke bei 21,44 $ ging es zuletzt wieder abwärts. Wenn wir uns die Fibonacci-Marken ansehen, dann sieht man, dass wir uns knapp am 61,8% Retracement befinden. Allerdings muss man dazu wissen, dass diese Marken beim Silber weniger Beachtung finden als beim Gold. Das liegt daran, dass Silber viel volatiler ist und stärkeren Schwankungen unterworfen ist als das Gold. Wenn man sich aber eine langfristige Unterstützungslinie in den Markt legt, dann sieht man ganz gut, dass wir uns knapp an dieser Linie darüber befinden. In der Vergangenheit wurde diese Linie oft beachtet. Unterhalb dieser Linie konnte man sehr gute Einstiegskurse vorfinden. Auch wenn der Preis darunter gefallen ist, hat er sich in der Regel nicht allzu lange darunter gehalten. Innerhalb weniger Wochen wurde der Kurs immer wieder hochgekauft. Beide Edelmetalle sehen momentan aus charttechnischer Sicht sehr angeschlagen aus. Es ist in den nächsten Wochen von weiter fallenden Kursen auszugehen. Für einen Trendwechsel nach oben muss Silber erst den Abwärtstrend nach oben brechen. Das wäre dann der Fall bei einem Kurs von über 20,90 $. Dann muss es sich aber erst bestätigen, dass es kein Fake-Ausbruch war. Das wäre dann der Fall, wenn wir kein neues Tief sehen würden. Werfen wir noch einen Blick auf die Seasonals. Beim Gold sieht man, dass wir ab Anfang Oktober das Tief sehen sollten. Danach startet zum Jahresende und zwar ab Mitte Dezember bis Ende Februar die stärkste saisonale Phase im Gold.
Beim Silber sieht das Bild sehr ähnlich aus, außer dass die Ausschläge viel größer sind. Beim Silber könnte uns von der Saisonalität her jetzt noch eine kräftige Abwärtsbewegung in der zweiten Septemberwoche drohen, ehe es dann ab Anfang Oktober wieder zu einer Stabilisierung kommen könnte. Genau wie beim Gold beginnt die stärkste Phase Mitte Dezember und geht bis zum Ende Februar. Wie ist eure Meinung zu den Edelmetallen? Seht ihr auch weitere Tiefs oder meint ihr, dass wir die Tiefs schon gesehen haben und jetzt es wieder zu steigenden Bewegungen kommen könnte? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hau auf den Like-Button. Ansonsten bedanke ich mich für das Anschauen. Bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.